Das ist das Resultat, wenn man zu viel Drogen nimmt. Wie fertig kann man sein, Alter? Was geht ab, Leute? Neuer Vlog. Heute meiner Laube. Einfach, weil ich ungefähr in einer Dreiviertelstunde bis Stunde losfahre nach Köln zum guten Max, aka Maskan. Also, der primäre Grund ist eigentlich, dass ich mein Mischpult austauschen lasse beim Music Store in Köln. Ja, Max wohnt 5 Minuten davon entfernt, von daher schaue ich bei dem vorbei. Ist ein guter Kollege. Wir haben schon viel gemacht, so auf meinem Hauptchannel, Mixtapes und so weiter. Unter anderem auch den Festival-Mixtape, der schon 70 Millionen Aufrufe knapp hat. Da werdet ihr mal sehen, was wir so machen. Wir werden so ein bisschen abchillen. Ich werde euch vielleicht mal gegebenenfalls dann ein bisschen Köln zeigen, falls wir unterwegs sind. Aber ich denke, wir werden in seiner Bude sein, ein paar Projekte erledigen. Und dabei könnt ihr mich dann begleiten, ne? Ja, wir sehen uns dann gleich auf jeden Fall. Ich denke, ich filme dann ein bisschen auf der Autobahn, je nachdem. Und wenn nicht, sehen wir uns wieder in Köln, würde ich sagen. Wenn ich beim Max bin. Bis dahin. Ich bin's, eure Bibi. Jo Leute, ich bin's, Ecki. Willkommen auf meinem Channel. Kauf mal Merch. Ende. Kauf mal Merch, Ende. 1,2 Millionen Klicks. So. Ihr habt's gehört, ne? Ach, was geht ab, Leute? Wir sind jetzt hier in Köln angekommen. Schon vor einer halben Stunde. Sind jetzt hier in seiner Bude. Bereiten jetzt gerade einen Mix vor, einen schönen Basshaus-Mix und mixen den dann gleich und dann kommt er hoffentlich bald mal. Ist schon seit 2 Monaten nichts mehr gekommen, mehr auf meinem Hauptchannel. Check out mein Soundcloud. Bruh. Ja, Name? Soundcloud.com/Maskan. Check it out. Alles klar, dann sehen wir uns später nochmal wieder, wenn wahrscheinlich der Dude hier an den Playern steht und seinen Pimmel auf die Q-Button kloppt. Das laden wir aber auf YouPorn hoch. Schau, Alter, kannst du sogar noch drin lassen, Alter. Geil. What's in a fucking box house? Yo, wir haben jetzt auf jeden Fall Pizza gegessen. Wir haben uns was Nettes bestellt. Und jetzt eigentlich schon fertig mit Essen. Wir haben jetzt mittlerweile schon. Ich zeig's euch mal. 20 vor 2 läuft bei uns. Er ist komplett am Abgehen da hinten. Voll der Fettige, Alter. Ich meine, guckt euch diesen Gestörten an. Komplett krank in der Birne, ja. Das ist das Resultat, wenn man zu viel Drogen nimmt. Oder? Seht ihr es? Sag ich doch. Sag ich doch. Alles genauso wie ich sag. Ja, siehst du. Hier. Was? Holy shit, ist das hier krank. Machen wir jetzt Set oder? Ja, wir nehmen jetzt das Set auf. Aber, nee, warte mal. Also, du hast ja gesagt, du willst mal so ein bisschen was Neues machen, ne? So, guck mal, ich hab was für deine Zuschauer. Das nennt sich Nasenbluten zum Mitnehmen, Alter. Grüße gehen raus an meine Nachbarn, falls ihr das gerade sehen und hören. Jo. Jo, ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal den Mix auf, ne? Fetten Basshaus-Mix mit Nuss und alles. Ich muss mal langsam mal wieder meinen Sack waschen, der stinkt richtig. Alter, Junge. Ja, auf jeden Fall schauen wir mal, ne? Wie der Mix wird. Okay, Alter. Ich stelle hier bei beiden mal auf 6%, ne? Jo, Leute. Jetzt starten wir den Mix und ihr könnt ein bisschen sehen, wie ich am Abgehen bin hier und so. Und dann den Lachs auch noch filmen und so weiter und dann ziehen wir uns aus. Auf jeden Fall. Okay. Seid ihr bereit? Nee. Okay.
Soweit fertig mit dem Mix. Das ist der letzte Track am Laufen. Der Max hat gerade noch ein bisschen Spaß. Ja, vielleicht hören wir uns den Mix einfach mal an über die Studio-Monitore hier und schauen, ob alles passt. Alle Übergänge clean sind, alle sauber, aber im Großen und Ganzen war der Mix echt sehr nice und für den Übergang echt Bombe. Und bin gespannt, wie das, wie gesagt, hinter auf der Monitorbox klingt und dann kommt der bald irgendwann online auf meinem Channel. Mega geil. B2B mit dem Boy, yo. Bis dann, Mann. Okay, er ist anscheinend übermotiviert. Er mixt jetzt einfach noch einen Track rein. Ich meine, ich hab da nichts gegen, ne? Ist mir gleich. Also geplant war es nicht, aber was ist schon Planung, Leute, ne? Spontan Beste. So, ich pflanze mir jetzt hier auf jeden Fall hier hin und lass den erstmal machen, weil ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen entspannen hier.
Ja. Wir müssen jetzt Harlem-Shake machen. Ja, ja, Mann. Wir leben um 4:20 Uhr. Ah, ja. Harlem-Shake, pass auf. Oh. Oh Gott, das ist fertig. Junge, Alter, wir shaken um 4:22 Uhr. Na, ja, zeig doch, hast du was zu verbergen? Bruder, also, was zu verbergen hab, ist hier drunter. Also ich hab seine Nippel schon gesehen. Alter, die Nachbarn denken sich, boah, ist das dieser Harlem-Shake? Die legen die ganze Küche. Ja, Mann. Ich würde sagen, ach, halt's Maul, was ist denn das hier, Alter? Ja, jetzt ist es gut hier, ne? Halt, stopp! Jetzt reicht es! Wir haben 420. Ich würde das Nummer, nee, 423. Ja, das heißt gleich drei Blunts hintereinander. Oh, Junge, der hört doch auf zu schlagen. Aber diese Leute, die kein Leben haben, würden die um 5 Uhr morgens schreien. Oh, dieser Ecki zum Beispiel, Alter, so ein Spasti, ne? Heftig. Jo. Jo, auf jeden Fall, ich wollte mich gerade verabschieden, aber eigentlich ist das noch gar nicht. Ja, Junge, das geht noch 2 Tage lang so. Ja, stimmt. Ja, nee, ich habe mir überlegt, so, eigentlich hau ich am Morgen noch gar nicht, ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall pennen. Boah, es wird auch mal langsam Zeit. Vielleicht, ich überlege gerade, ob ich mehrere Parts mache, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Boah, hast du Lust auf den Tee? Nee, jetzt gerade nicht. Normalerweise immer um die Uhrzeit, aber jetzt gar nicht. Es hat noch keine Pfeife drauf. Oh, triggert. Mach die Kohlen an, Bruder, mach die Kohlen an. Weißt du, was ich dazu sag? Ja. Ja, auf jeden Fall hauen wir uns jetzt hin, gehen pennen und wir sehen uns dann morgen wieder. Glaub ich nicht. Nee, Alter, wahrscheinlich pinnen wir durch. Und dann wird morgen nochmal vielleicht, je nachdem, ein Trapmix aufgenommen. Überlegen wir gerade noch. Oder irgendwas anderes noch, aber die Sache ist, das Mischpult ist nachher weg. Die CDJs, halt schon. Ach, CDJs, genau. Also ein CDJ, das heißt, wir können nicht so gut mixen. Warum mit einem CDJ? Eingeschränkt. Wir machen das so wie jeder andere YouTube-Channel. Wir haben Spotify-Playlist rein und dann los. Yo, hey, so mach ich das immer. Ja. Also, ja. Jedes Mal, wenn ich auftrete, einfach Spotify und dann frage ich so, hat jemand Spotify Premium oder habt ihr Bock auf Werbung? Was ist das eigentlich hier, Alter? So ein Analkissen hier oder was soll das sein? Okay, guck mal, ich zeig dir, was das ist. Will. Pass mal auf, ich zeig dir, was das ist. Ja, das, ist so, das ist so, weißt du, wenn ich so ein Ecki zu Hause hab, ne? Ja. Und ich dann einfach keinen Bock auf den hab. Was ist so? Wie fertig kann man sein, Alter? Ja, dann sehen wir uns morgen nochmal, beziehungsweise für uns dann morgen. Wahrscheinlich ist es für euch nur ein Vlog und vielleicht geht morgen nochmal was, je nachdem. Bisschen mixen, wichsen, dies, das. Ja, ich bin fertig, Alter. Hier wollen Leute schlafen, hallo. Boah, die sieht richtig fertig aus. Ey, mach mal Prost. Spaß, die ganze Zeit. Okay. Ich würde sagen, 24 Zeit zum Schlafen. Irgendwie habe ich gerade. Ich habe einen Texthänger. Ich habe voll den Texthänger gerade gehabt, ja. Haut rein, Leute. Und ich bin zu müde zum Vlog. Haut rein. Der Ecki hat mir was geklaut, ey. Zeig mal. Wie sehe ich aus? Ich weiß nicht, aber ist das eine Rolex? Warte. Ja, ja. Das YouTube-Money ist am Getten, oder? Erzähl mal, wie läuft das so als Multimillionär? Ach, Digga. Was soll ich sagen, ne? Chillig, zu Hause. Frau, ja, Kinder, ehrlich, Wohnwagen. Alter, ich glaube, hier willst du die haben. Ich bin auch auf die. Ja, hier. Geil, Mann. Schon morgen neuer, Alter. Schon wieder oldschool, Alter. Ist von gestern. Nicht von vorgestern. Mein Boy. Hallo. Hallo. Ich will wiedersehen. Was geht ab, Leute? Neuer Tag. Wir haben mittlerweile schon 16 Uhr. Alle 16.40 Uhr, was 17 Uhr. Wir haben bisher noch nichts geschafft, weil wir voll durch sind. Pfeife ist jetzt noch nicht an, aber Kohlen liegen schon hinten draußen
auf dem Kohlegrill, mit gleich eine Pfeife geraucht, ein bisschen entspannt. Ja. Und dann später sind wir noch hoffentlich produktiv. Ne? Sieht irgendwie produktiv aus. Ja, später. Sieht später irgendwie produktiv aus. Nee, aber hässlich. Da haben wir was gemeinsam. Hey, kannst du dir ein bisschen was von deinem Make-up leihen, eventuell, damit ich später produktiv aussehen kann? Ja. Weil so ein Ecki ist produktiv in nur eine Sache. Er weiß Bescheid, der Boy. Ja. Warte, wie? Er hat doch gesagt, hier, wenn ich den hier mach. Dieses. Wenn du das machst, schlag ich dich. Weil ich, nee, ich kann das absolut nicht ab. Ich mach das immer so lautlos so. Film die Straße. Film doch die Straße, Mann. Ist das ein radikaler Beat hier? Ach du Scheiße. Den Akku bitte aufladen, ja? Echt? Ja. Ist leer? Ach du Kacke, Mann. Ja, dann mach jetzt mal aus. So, ich bin jetzt hier im Music Store und habe gerade mein Mischpult austauschen lassen. Die Sache ist, meine Kamera ist gerade leer gegangen, deswegen laufe ich jetzt hier mit dem Handy rum. Jetzt gehen wir mal hier zu den Mischpulten und CDJs und testen die. Voll die Gammelkacke. Guck mal hier, irgendwie hat das nur so gefühlt 100% aller schlechten YouTuber. Kurz was rausrutschen. Ach, das sind die, die du holen willst, ne? Ja, die nächste zwei, Alter, ciao. Und hier, guck mal, schon ganz allein, dass der knapp blau ist, das ist schon ein Kaufgrund. Guck mal, ja, sieht schon geil aus irgendwie. Das ist aber alles gleich, außer dass du hier halt die Taktanzahl hast. Du kannst jetzt halt gucken, wie du den Effekt reintaktest. Mhm. Was ist denn Helix? In Mübeck, da sind ein paar neue Effekte, ne? Ja, ja, und guck mal, du kannst jetzt hier auf den Crossfader die Effekte legen. Du kannst jetzt nicht nur sagen, dass du die auf die hier legst, also auf diese einzelnen Channel, sondern anscheinend irgendwie auf, wenn der hier steht, dass er den trotzdem reinhaut und wenn der hier steht, dass er den reinhaut. Das heißt, du könntest theoretisch, ja, wenn du die beiden jetzt zum Beispiel auf B geschaltet hast und die beiden auf A geschaltet hast, könntest du jetzt zum Beispiel sagen, boah, ich gehe jetzt auf B und hau für den kompletten B-Part jetzt den Effekt rein. Ciao, Alter, wie korrekt. Ja, das ist schon wieder so unnötige Spielerei, ne? Ja, eigentlich nicht. So, wenn du... Wenn ja, erst braucht, ne? Die Anzeige ist irgendwie ranzig. So, da war die alte besser. Das sind halt die... Oha, hör mal. Ciao. Der ist wiederum auch geil, der hat Touch, oder? Ja, Mann. Ja, das ist der XTR1000, ne? Ja, ja, der ist auch sexy. Ah, nee, ist der. 1000 MK2. Mein Cousin hat den normalen XTR1000. Ja. Richtig sexy. Wenn du mit dem Touch vorne, du kannst dann halt auch in den Beat mit dem Touch wählen und dann hier so die Klappe finde ich viel geiler als diesen Noppel, den du da oben drin hast. Ja, ja. Haben wir dann hier den Noppel? Machen wir den. Hier ist der Noppel. Aber ich spiele ohne Scheiß, ich spiele lieber mit meinen 2000ern als mit den XTR1000. Ah, die 2000er, die fühlen sich irgendwie nur wertiger an. Also. Ja, kommt aber auch drauf an, was ich auflege. Wenn ich zum Beispiel Techno auflege, kannst du hier voll geil im Beat drin spielen. Das ist schon nice. Ey, Eki. Jo. Ich will mal die Crossfader da in die Hand. Als hätte da jemand zwischen die... Den? Ja, als hätte da jemand reingewichst. Crossfader, oder? Ne, hier die Fader. Als hätte da jemand reingewichst. Ah, die Feste. Ne, als hätte da jemand reingewichst. Ja. Das ist voll der Müll. Geil. Also scheiß mal auf alles, ich werde Marmaton-DJ. Jo, was ist los? Kein Sound? Gibt's nicht. Ne, Marmaton hört sich halt scheiße an, das will keiner hören. Ah. Schlägt der nächste Pasche auf. Guck mal, hier, ich bin krass. Ja, Mann. Die fühlen sich schon geil an. Hätten die so eine Haptik bei den CDJs? Nee, das finde ich irgendwie kacke. Ich finde die beim CDJs geiler, vor allem, du kannst hier nicht die Stärke einstellen, ne? Oder? Du weißt, was ich meine, ne? Dass die fester sind. Das geht ja bei den CDJs. Aber es geht auch nicht bei den XTR1000, was ich mega behindert finde. Aber bei denen, hier bei denen geht's. 2000 dann. Schau, passiert auch schon Effekte hier, ne? Ja, benutze ich aber nie, ne? Zu mir geben. And I came to get funky, homie, whatever.